Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tektus. Ich bin im Siloschacht. Ich hatte mich mit Lukas einmal unterhalten und hatte gesagt, ach, er kann doch, weil wir Nachbarn sind, einfach meinen Siloschacht benutzen. Er hat nämlich auch hier so einen coolen Fahrstuhl, der hier nach oben kommt. Ich möchte gerne nach unten. Fährt mal einfach so. Der ist eigentlich ziemlich cool. Den sollte ich vielleicht bei mir auch einbauen. Den lasse ich dann mal hier unten, weil er soll immer unten sein. Und ich habe nebenbei angefangen mit den Wooden Transport Dingern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie noch heißen, aber kann man auch Mob-Spawner sich klauen, transportieren und sonstiges. Und ich hatte, weil ich ja auch ganz viele Place Powders brauchte, mir einfach aus dem Nether mir ein Blaze Spawner geholt und man sieht sofort, die greifen einen an. Und wir müssen mal kurz mal hier ein bisschen was regeln, ja? Das ist ja nicht in Ordnung hier. So. Es kann sein, dass ich auch schnell draufgehe hier. So. Achso, weil es noch hier brennt, ey. Okay. Hier runter. Ja, es ist viel los da, also die spawnen da schön. Das wird natürlich alles noch viel hübscher. Ich werde wahrscheinlich dann in der nächsten oder übernächsten Folge dann mit euch zusammen die Mobfarm bauen. Beziehungsweise das Verkleiden mache ich immer gerne selber im Offline-Modus, weil es ja vielleicht für den einen oder anderen nicht interessant ist. Es wird aber noch eine Baufolge hier geben. Nur, oh, das ist unser Silo. Wir hatten mal geguckt, es wird noch ein Modpack da hinzugefügt, wo auch dann eine Tier 8. Deshalb hatten wir dann mal geguckt, ob das dann auch passt so. Ich glaube, es sind 18 Blöcke hoch und das sollte aber passen. Hier ist dann die Maschine, die dann die ganzen Raketen baut. Ich muss mir noch eine separat dann auch machen. Das ist das zweite Stockwerk, das habe ich jetzt auch komplett alles aufgebaut. Ein paar Räume. Das Neueste, was es gibt hier bei mir, ist auch, dass wir ein tolles Tor haben. Und das ist natürlich schwer durchzukommen. Und wenn ich jetzt so machen würde... Ja, okay, ich hätte es geschafft. Aber es gibt ab und zu mal die Möglichkeit, wenn man vielleicht so geht. Seht ihr, es ist nicht ganz immer einfach. Es ist mit Skills. Aber wir gehen nämlich jetzt einmal raus, weil ich wollte euch jetzt einmal die Query zeigen. Die habe ich nämlich versetzt. Und da gehen wir jetzt einmal hin, weil ich habe das jetzt mit einem ME-System zusammen verbunden. Und nein, es ist nicht das ME-System in meinem Haus. So weite ME-Leitung setze ich hier nicht raus. Aber man kann natürlich an seiner Query ein eigenes ME-System bauen, weil Strom bekommt sie ja eh. Und da braucht man einfach einen Drive, wo Disketten reingeschoben werden. Hier ist dann eben die ganzen Sachen. Basalt findet er. Wir haben schon Diamanten hier gefunden. Redstone, alles Mögliche. Dann hat man natürlich hier einen Importbus, wo man diese Karten reintun kann. Die ziehen das alles dann ziemlich schnell raus. Also hier ist, wenn da was drin ist, gleich weg. Die Capacity Card, die ist dafür da, dass man einen Filter reinsetzen kann. Also sagen, guck mal, Flint soll nicht reinnehmen, Cobblestone und so. Und dann auch nochmal Speed Karten, damit er es auch schnell wieder aus dem System rauszieht. Und das läuft eigentlich ziemlich gut, weil man sieht sofort, Kohle, ich habe hier nirgendwo Cobblestone. Oh, ich habe Marken hier drin, geil. Aber ich habe hier nirgendwo Cobblestone, was hier Unmast dran ist, weil das wird uns einfach das System überfüllen. Und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, nehme ich einfach die Karte mit raus. Innerhalb von einem Tag ist diese Karte voll, deshalb habe ich noch ein paar andere Karten hier, 4K. Und nehme diese Karte mit und gehen wir bei mir rein. So, 4 Tick immer Verzögerung, weil sonst hätte ich... Wenn man es so voll aufmacht, dann schafft man es. Die muss leider so weit hin sein, weil hier eine Redstone-Leitung drin ist. Mit einem Repeater und so. Und das geht sonst anders nicht. Aber es wird wahrscheinlich noch ein Mod dazukommen, wo es einfach Blöcke gibt, die einfach unbegrenzt Blöcke rausschießen. Also nicht unbegrenzt nicht, aber 64, glaube ich, können sie. Und das ist viel cooler, wenn die Mod dabei ist. So, man sieht, hier ist nichts. Denn ich habe im Offline-Modus das alles einmal automatisiert. Ich tue also diese Karte... Ich tue sie einfach mal hier rein. So, jetzt hat er das. Gehe hier mal auf Ohr. So, und dann sieht man hier zum Beispiel, Lead hat er was gezogen. Hier zieht er auch was. Tin zieht er was. Also er zieht jetzt was aus dem System raus und tut es jetzt hier in die Segment. Das liegt dadurch, dass ich eben diese Capacity
Card alle eingegeben habe, die dann einfach das ja, reinziehen. Das zeige ich euch einmal so. Hier ist eine Capacity Card. Hier sage ich, okay, nur die Ores sollte reinziehen. Hier soll er zum Beispiel die Ores reinziehen. Hier soll dann eben die Ores und hier soll er die Ores. Und hier unten ist dann eben ein Importbus, der importiert dann alles und da brauche ich ja nichts eingeben. Das muss er einfach nur importieren, fertig aus. Und da brauche ich auch kein Speed Upgrade oder sonstiges, weil das geht einfach ganz schnell. So, dann habe ich mir natürlich zwischenzeitlich auch nochmal einen Coke Ofen gemacht und ein Blast Furnacer, denn ich hatte ein Problem. Ich hatte ja überlegt, welches Schwert ich mache. Ich habe jetzt nun den Ficker Cleaver und da ist mit Stahl. Den muss ich natürlich noch ein bisschen aufbauen. Pushen, aber dachte so, ach, der ist ja ganz super, den kann ich eigentlich nutzen. Ich habe noch ein paar kleine Maschinen hier hingebaut, weil heute in dieser Folge geht es nämlich um was ganz Besonderes. Aber bevor wir euch nochmal in meinen Serverraum zeigen, ich finde das ziemlich cool mit den Factory Blocks, mit dem so Art Serverartig. Also, ich habe Gott sei Dank einmal automatisch geklickt, ME Drive alles zu machen, was er kriegt, und ich habe Gott sei Dank nicht mehr als die plus den einen in dem bei der Quarry. Also es war ziemlich gut, dass das nicht zu viel wurde. Ich habe ein Problem mit meinem Werkzeug. Ich habe so ein Iron Pickaxe, ich habe eine Schaufel, ich habe einen Hammer. Es gibt einen Atomic Dissembler und den will ich in dieser Folge mit euch zusammen machen. Und ich habe ein paar Maschinen schon vorbereitet, nur ich brauche noch ein paar andere Maschinen, zum Beispiel den Infuser habe ich schon. Aber ich muss natürlich hier dieses, ja, Obsidian, muss ich ja pulverisieren. Und das schaffe ich einfach einen Crusher. Den habe ich auch schon gemacht. Ich habe jetzt die ganzen Maschinen nämlich vorbereitet. Und jetzt holen wir uns einfach den Crusher. Der ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und dann brauchen wir ein bisschen Strom. Und nun ist er verbunden. Ja, es sieht jetzt nicht gerade super aus. Also, Schönheitsarbeiten mache ich immer gerne im Offline-Modus. Und das Finale, wollte ich schon gerade sagen, was ich überhaupt nicht noch euch hier mitgeteilt habe, seht ihr natürlich im Anschluss. Also, das ist jetzt nicht untergegangen oder sonstiges. Aber ich bin so immer, der macht immer gerne das Finale im Anschluss. Oh! Das ist nicht gut. Yo! Wo kommen die alle jetzt her? Oh, ich muss den Spawner jetzt klauen. Einen Moment, Leute, ich muss ihn Transport. Bin ich hier schon so nah dran? Hier brennt jetzt nichts, ne? Ne, hier brennt nichts. Ich meine, das ist Holz hier. Was knallen die sich jetzt alle ab, oder was? Okay, also dieser Spawner ist echt einfach zu crank. Ich glaube, die knallen sich alle gerade gegenseitig ab. So, ich nehme ihn einfach mit. Ja, genau deshalb wollte ich das ein bisschen besser machen. Oh, raus. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, jetzt ist alles wieder bereinigt. Oh, also, ich hatte schon mal so ein Problem bei Feed the Beast, als mein ganzes Haus abgebrannt ist, weil ich alles mit Holz gemacht habe. Deshalb habe ich jetzt immer nicht mehr so oft mit Holz. Und mache das eben mal ab und zu mit Laboratory Blocks und sonstiges. So, Leute, das mit dem Crusher war eigentlich eine ganz dumme Idee. Also, den brauche ich gar nicht, denn ich brauche was anderes. Und ich muss einmal leider kurz mal was reparieren drüben. Weil ich war mal ganz kurz, man sieht hier Obsidian, das habe ich jetzt drüben bei Frexor. Der hat nämlich das schon, das Gerät. Und dachte ich so, eigentlich muss es doch irgendwas anderes sein, wenn es dann eben nicht der Crusher ist. Und oh, es ist jetzt nicht blöd, einen Crusher zu haben. Wahrscheinlich würde ich irgendwo einen Crusher mal benötigen. Nur es gibt eine andere Maschine, die man dafür benötigt. Denn es ist nämlich dieser Quarz-Grindstone. Und da braucht man dann natürlich den hier. Dann tut man ihn dagegen, dann tut man es hier rein. Also Obsidian zieht er sich und dann muss man die ganze Zeit so drehen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Obsidian-Powder gemacht. Da brauche ich jetzt noch eben Diamanten und die muss ich natürlich auch pulverisieren und das macht er natürlich auch nicht am System, das kann er natürlich auch nicht, deshalb müssen wir das dann auch eben mit dem Ding machen und dann habe ich jetzt, oh, ich habe jetzt wieder ein paar mehr Diamanten, das ist natürlich auch super. Ah, Diamanten kann ich also nicht damit machen, oh, schade, dann müssen wir uns einmal so gucken, wie wir Diamanten Dust machen. So Leute, habe ich noch nicht gesagt, dass der Crusher doch sinnvoll war, also sehen wir, er macht jetzt hier Diamant, das ist also einfach sehr wichtig für mich
Dann können wir nämlich hier Diamant das hier reinschmeißen. So, hier. Dann saugt er das hier ein und dann schmeißen wir hier Obsidian das. Und dann sollte es eigentlich da. Sollte es verarbeiten. So, davon habe ich natürlich auch noch ganz viel gemacht, weil die müssen natürlich auch verfeinert werden. So. Das Rainfired Obsidian Dust ist da jetzt drin. Und dann machen wir jetzt das auch noch rein. Hauen wir alles hier rein. Dann muss ich mir davon einen machen. Denn wir benötigen natürlich hier erstmal so ein. Und dann machen wir eben Diamant Dust mit einem Alloy. Und dann wird ein Rainforced Alloy gemacht. Und den muss ich dann eben mit dem Rainfated Obsidian das zusammenschmeißen, dann habe ich so einen raus. Also das ist eigentlich dann, es war also nicht sehr schlimm, dass ich jetzt einfach jetzt gesagt habe, ach, ich nehme jetzt das und das, dann machen wir noch ein paar mehr, danach schmeiße ich mir da noch welche rein, damit er mir das ganze Diamantenzeug da raushaut. Aber hier machen wir dann eben das und das und dann arbeitet daran auch. Also so kriegen wir ganz schnell diesen Hammer, der eigentlich ziemlich gut ist. Das ist eine Schaufel, Hammer, Holz. Ist zwar jetzt nicht so gut wie Tinker's Construction mit 3x3 Hammer und sonstiges, aber er ist nicht schlecht. Also man will man drauf nicht verzichten, ne? Aber ein wichtiges Ding habe ich jetzt noch vergessen. Und die müssen wir noch bauen. Das ist nämlich, wir brauchen nämlich ein Ingot. Und den machen wir mit dem Osmium Compress. Und den müssen wir uns einmal ganz kurz auch craften. Und dann haben wir diese Maschine. Strom bekommt auch, super. So, und dann brauchen wir einen davon. Und dann läuft das Ding schon. So, dann kriegen wir unser Ingot. Das passt dann auch. Also die Maschinen werden dann wahrscheinlich irgendwo reinkommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier alles reinbaue. Also was ich hier mir geplant habe, ist, dass ich die ganzen Alloy-Smelter, die ja super toll sind und die ich vielleicht noch ein bisschen erweitern werde, einfach hier alle hinbaue, weil hier ist so ein bisschen das Crafting-Raum. Wir sind jetzt erstmal im Besitz eines tollen, noch nicht ganz, aber jetzt, einem tollen, so toll, dass ich ihn wegschmeißen muss, eines Atomic Dissembler. Und wenn ich den jetzt noch auflade, wie viel hat er denn jetzt? So 1 Million. So, dann habe ich jetzt auch so einen schönen Assembler. Und wie gesagt, damit kann ich, ist natürlich super, jetzt bald Nacht, das abfarmen. Aber ich kann auch eben sagen, man hat auch gleich gesehen, ich habe auch Stein gleichzeitig abgefarmt. Aber ich kann auch sagen, ich möchte jetzt, ich brauche jetzt vielleicht Holz. Dann gehe ich einfach zum Baum. Und gehe einfach hier durch. Rasch. So schnell habe ich dann Holz. Also das Ding ist ziemlich cool. So, also hier so mit STRG und so kann man slow, fast, fine, off. Somit kann man den ganzen Mode dann einstellen. Ich auf fast ist natürlich ziemlich krass, also dann geht er komplett durch. Ich würde eher aufs normal lassen. Das ist eigentlich am besten. Und damit kann ich den eben alles abbauen, was ich abbauen möchte. Aber ich würde sagen, ihr seht jetzt gleich das Finale, das PvP-Event. Und ob ich Game Mode bekommen habe oder nicht, das seht ihr dann. Und dann werde ich natürlich auch gleichzeitig dann eben den Game-Mode nutzen. Ich würde aber sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, das Finale, drückt mir den Daumen, dass wir es schaffen. Das nehme ich immer separat auf. Auf Wiedersehen. Nee, mach du dann. Ja, Befehl, dann mache ich es, okay. Gut, kann ich beginnen? Und jetzt geht's los mit dem Battle 10. Wir sind gespannt, gegen wen wir... Wir sind leider nur 3 Personen. Also haben wir das Problem. Nein. Oh, Alter, was macht der? Der verballert aber den Countdown hier. Ey. Wow, bist ja gut im Rechnen. Schon wieder. Alter, wann geht's eigentlich los? Sag einfach los, ey. Ja, jetzt. Go. So, wo ist der Erste? Da. Nein. Natürlich geht's nur auf mich, oder? Nee. Frexer steht da. Du sollst nicht... Frexer wartet da hinten. Ach Mann. Ja, komm. Nein. Lol. Ja, alle auf mich oder was? Ja! Der ist runter. Ach, fuck this.
Was macht der jetzt hier denn? Der ist cool. So, der erste ist unten. Komm, ähnlich als mir. So. Komm, los, los. Wurde eigentlich die Enderperle hingeworfen, weil wir haben noch eine Enderperle und wir haben ein bisschen was zu essen. Man kann die Enderperle einfach nicht da raufschmeißen. Die ist unter der Plattform gelandet. Wieso brennst du nicht? Ich weiß nicht, warum ich brenne. Nein, wieso steht da jetzt Poke? Nein! Oh, ich muss schnell was essen. Scheiße. Ja, gewonnen! 10 Lucky Blocks, 100%, alle für mich. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Warum hat er jetzt... Ey, hast du kreativ Mut die ganze Zeit angehabt oder was? Nee, ich hab's jetzt gerade angemacht. Okay, ich verabschiede und wünsche euch viel Spaß. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen, ciao.